Herzlich willkommen, lieber Schütze, zu deiner Tarot-Wochenbotschaft. Wir schauen, was die Karten dir über deine Woche schon verraten, was wir da schon sehen dürfen, worauf du dich vorbereiten darfst. Oh, Schütze, großartig. Du kriegst mehr Klarheit, du bekommst mehr Weisheit. Und hier haben wir mit dem Stern noch zusätzlich eine wahnsinnig schöne Glückskarte. Ich brauche aber noch mal eine dritte Karte für den Kontext. Oh, aha. Wie gewonnen, so zerronnen. Gut, wir haben hier. Mit der Königin der Schwerter bekommst du mehr Klarheit und du kannst eine Sache oder eine Angelegenheit von einer übergeordneten Position besser betrachten. Es wirkt auf mich so, als ob du dich vielleicht von etwas oder jemandem distanzierst und dadurch vielleicht einen besseren Überblick bekommst über die ganze Nummer. Die Königin der Schwerter ist immer assoziiert mit dem Element Luft. Sie ist sehr klar, sehr klug, sehr kreativ in der Lösungsfindung, aber manchmal auch ein bisschen unterkühlt, um es jetzt mal so zu sagen. Manchmal ist es aber gar nicht schlecht. Gerade wenn man sich von jemandem emotional eh distanzieren möchte, ist diese unterkühlte Geschichte eigentlich eher ein Vorteil. So, das Ding ist, es wirkt hier so, als ob es hier schon Richtung Zukunft geht. Der Stern ist immer so eine Art Glückskarte oder die Vorausschau auf etwas sehr, sehr Glückliches, beziehungsweise auf wirklich eine tolle Zukunft, die dich erwartet. Und gleichzeitig ist es auch dieses, es steht unter einem guten Stern. Ja, das kommt von der Karte. Das hier ist tatsächlich auch eine Schutzkarte. Das heißt, egal was du anpackst, das könnte dabei rumkommen. Eine schöne Zukunft, es geht dir definitiv besser. Jetzt haben wir aber gleich den Turm daneben. Und ich finde es hier auch spannend, Nummer 17, Nummer 16. Es kann sein, dass du aber trotzdem in dieser Woche das Gefühl hast, du machst einen Rückschritt. Oder vielleicht haben wir hier auch zwei verschiedene Optionen. Ja, das ist so ein bisschen das Ding, dass du hier in der Mitte bist und überlegst, wie entscheide ich mich, was möchte ich tun. Das eine führt zum Glück und das andere zum Turmmoment, wo es knallt und wo dir die ganze Nummer um die Ohren fliegt. Ja, so wirkt es auf mich. Auf jeden Fall ist der Stern natürlich einmal die bessere Option, natürlich, weil es dir da gut geht und da geht es dir eher nicht so gut. Das ist eine sehr ja, unangenehme Stimmung, es knallt, es hat sich hochpotenziert, es ist wirklich wie so ein Gewitter, was über dich hinwegkommt, wo es auch Knall und Peng macht. Danach wird es ruhiger. Deswegen braucht ihr vor dem Turmmoment immer keine Angst haben. Es ist wirklich so, da entlädt sich irgendwas, was sich lange angestaut hat und lässt sich auch häufig nicht vermeiden und hat wie so eine reinigende Wirkung. Aber es wäre natürlich schön, wenn der Stern, wenn man nur in die Sternenergie reingeht, ne? Und ich glaube, das hängt sehr von dir ab, egal wie du dich entscheidest. Deswegen sei da, versuch da möglichst klug, möglichst weise und mit einem guten Durchblick ranzugehen, ja? So, meine Lieben, jetzt gucken wir noch mal auf das Geschenk vom Universum. Da ist jemand, der lobt dich und der zeigt dir, wo die richtige Richtung ist. Versuch auf so kleine Zwischentöne zu hören. Zum Beispiel eine Arbeitskollegin, die die Situation kommentiert und sagt, ah, ich würde vielleicht das und das machen. Das könnte wichtig sein. Oder vielleicht sagt jemand auch so, hey, ich finde es toll, dass du deinem Ehemann nicht mehr alles hinterherträgst. Ne? Sowas könnte dich in die richtige Richtung führen oder so eine Art Wegweiser sein. Jetzt gucken wir nochmal auf den Rat. Sei konsequent. Sei konsequent. Hitzig, impulsiv und drückt deine Bedürfnisse durch. Ja, das einmal an dieser Stelle. Natürlich auf der einen Seite ein bisschen mit gutem Weitblick, klar, kühl, auch ein bisschen distanziert gerne, aber auch kompromisslos. Ne? Lass dir hier nicht die Butter vom Brot nehmen. Das würde ich dir an dieser Stelle hier raten. Der Ritter der Stäbe, der kommt da wirklich mit so einer Macht daher, mit so einer hitzigen Feuerstimmung. Und wenn es nicht nach seiner Nase geht, dann brennt er auch mal ganze Wälder nieder. Ne? Das ist so ein bisschen diese Energie, dieses sehr hitzige Voranpreschen. Das darfst du machen. Ja, das ist nicht schlecht. Ich glaube tatsächlich, es geht hier generell um deine Bedürfnisse und deine Wünsche, die du vielleicht lange zurückgehalten hast. Aber ganz genau weiß ich es nicht. So genau will ich auch immer gar nicht gucken, meine Lieben, denn das ist euer Leben. Meine Lieben, ihr wisst Bescheid. Mit diesen Worten schließe ich die Legung. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es gerne. Wenn ihr glaubt, jemand sollte das sehen, teilt es gerne. Und ansonsten freue ich mich über ein kostenloses Abo für meinen Kanal. Meine Lieben, macht's euch schön. Bis zum nächsten Mal.